Reporter ohne Grenzen hat Mitte 2015 gegen den BND geklagt, weil wir glauben, vom BND überwacht worden zu sein. Wie kommen wir darauf? Reporter ohne Grenzen kommuniziert mit sehr, sehr vielen Journalisten im Ausland. Und Journalisten im Ausland sind, das weiß man durch einige Skandale des BND in der Vergangenheit, Journalisten im Ausland sind ein attraktives Ziel zur Überwachung. Und im Zuge der sogenannten strategischen Fernmeldeaufklärung des BND, das heißt, der BND filtert ganze Kommunikationsströme, zum Beispiel nach E-Mail-Adressen oder Telefonnummern, ist es eben sehr, sehr plausibel anzunehmen, dass diese Journalisten, mit denen wir kommunizieren, auch Teil dieser Überwachung geworden sind. Und dann ist es ebenso plausibel anzunehmen, dass wir auch Teil dieser Überwachung sind. Das allerdings wäre rechtswidrig. Deswegen sind wir vor das Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig gezogen, Mitte 2015, und haben eine Klage dagegen eingelegt. Nachdem wir Mitte 2015 die Klage in Leipzig eingereicht haben, ist erstmal sehr lange gar nichts passiert, genau genommen bis zum Dezember 2016. Dann wurde die Klage verhandelt in Leipzig und das Verfahren wurde letztlich zweigeteilt. Das eine Verfahren geht weiter, da geht es um die sogenannte Veras-Datenbank. Das ist eine Datenbank, in der der BND Metadaten seiner Überwachung speichert und analysiert. Hier wird weiterhin geprüft, ob auch unsere Metadaten bei der Kommunikation mit Journalisten darin gespeichert waren und sind. Der andere Teil des Verfahrens wurde abgelehnt von Leipzig. Dort haben wir verloren. Das war allerdings erwartungsgemäß für uns und wir sind mit dieser Ablehnung nach Karlsruhe gezogen vor das Bundesverfassungsgericht und haben gegen diese Entscheidung Verfassungsbeschwerde eingelegt. Leider ist auch Karlsruhe unserer Argumentation nicht gefolgt. Die Karlsruher Richter haben argumentiert, dass wir nicht glaubhaft machen konnten, dass wir von der BND-Überwachung wirklich betroffen waren. Jetzt gehen wir weiter gegen diese Karlsruher Entscheidung vor und ziehen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg und wollen dort prüfen lassen, ob wir von der BND-Überwachung betroffen waren oder nicht. Wir betreiben dieses Verfahren im Rahmen einer sogenannten strategischen Prozessführung. Das heißt, wir glauben, dass unser Einzelfall symptomatisch ist für einen Missstand im deutschen Rechtssystem. Und diesen Missstand möchten wir gerne beseitigen. Worin besteht der Missstand? Nun, wir glauben eben und sind uns ziemlich sicher, dass wir von BND-Überwachung betroffen gewesen sind. In Deutschland kann man sich aber gegen eine unrechtmäßige Überwachung nur dann wehren, wenn man schwarz auf weiß hat, dass man überwacht worden ist. Das ist bei Überwachung, die regelmäßig im Geheimen stattfindet, allerdings unmöglich. Das heißt, man kann sich faktisch nicht gegen BND-Überwachung wehren. Deswegen möchten wir die Gerichte dazu bringen, dass sie ein Verfahren eröffnen, in dem das nachgeprüft wird, weil wir eben durch unsere Quellen, mit denen wir kommunizieren, durch unsere vielen E-Mails, die wir schreiben, sehr, sehr plausibel machen können, dass es hochwahrscheinlich ist, dass wir von BND-Überwachung betroffen waren in der Vergangenheit, auch wenn wir es nicht schwarz und weiß haben. Würden die Gerichte dem folgen, wäre es erstmalig, dass sich Menschen auch gegen Überwachung wehren können, von der sie nicht hundertprozentig wissen, dass sie stattgefunden hat. Und es wäre letztlich eine Stärkung der Bürgerrechte und ganz praktisch für uns natürlich auch eine Stärkung der Pressefreiheit.